Und eigentlich könnten wir doch schon mal eine Tonsteinbruch hinbauen. So, was war das hier? Das war ein normaler Steinbruch, ne? Eine Steinnader. Das ist dann Steinbruch. So. Da fehlen noch Holzteile, das ist gar nicht so schlimm. Und davon habe ich zufällig noch welche. Na? Ist das hier Holzbrett? Holzteil. So. Ach, wir können was Neues bauen. Ist denn das Lager hier voll? Nö. Warum lagert ihr diese Erze nicht ein? Das müsst ihr mir mal erklären. Warum lagert ihr die nicht ein? Ihr habt doch einen ganz klaren... Wir hatten den wieder rausgenommen. Ja, alles klar. Ich wollte ja nur mal gucken, ob ihr noch wisst, was ihr tut. Ja. Also wir haben 120... Auch das ist doch... Oder nicht? Ist das neu? Also wir haben 120 Unglückliche. Mhm. Naja, aber es ist wieder ein Update rausgekommen, gar keine Frage. Naja, gucken wir mal, ob sich's verbessert hat. Es wäre eigentlich schon geiler, wenn man mehr mit den Entwicklern sprechen könnte. Also hier müsste es ja eigentlich ganz leicht sein, weil das ist ja ein deutsches Entwicklerstudio. Dann ist das auch nicht so schwer mit der englischen Sprache, ne? Weil ich hätte natürlich schon, wenn man... ich sag mal, wenn ich mir die Informationen nicht alle noch suchen müsste, dann würde es natürlich schon mehr Vorstellungsvideos auch von den Spielen, die ich spiele und wo ich sage, finde ich gut... geben, wenn es da irgendwelche Updates oder so weiter gibt. Ich finde das halt immer sehr aufwendig, mir das alles selber noch zusammenzusammeln. Jetzt warte ich ja händeringend auf Prison Architect. Das Update bzw. DLC sollte ja jetzt am 11. rausgekommen sein, aber es ist erstmal verschoben worden. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht wegen der derzeitigen Bewegung in den USA. Ich habe auch eine Mail an den Entwickler geschickt, ja, an Dr. Mirko Seite habe ich die geschickt, beziehungsweise an sein Entwicklerstudium, was er da hat. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. Wahrscheinlich hat er auf die Klicks geschaut und gesagt, pff, weiß ich ja nicht. Ne? Wobei, jetzt bin ich natürlich nicht am Laufen, es wird mit Sicherheit welche gegeben haben, die Kubi Factorium gespielt haben und viel mehr Zuschauer hatten. Aber ich glaube, so viel Kubi Factorium gab es nicht. Ach, der Herr Gaming ist auch da. Hallo? Solltest du nicht mittlerweile deine Runden ziehen? Schickes Huhn übrigens. Dieses Huhn kriegen übrigens nur Leute, die mich hier abonnieren. Ja. Gut, den blauen Joystick sieht man nicht. So, aber... Ne, wobei, das Gebäude lassen wir mal aktiv, aber das Tongebäude brauchen wir erstmal nicht. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir es unseren Leuten etwas gemütlicher machen. Hier ist ja jetzt ein bisschen Platz. Das heißt, wir können doch hier nochmal eben den Kai hinbauen. So. Hier auch einen hin. Ach, ihr seid am Rennen fahren, aber du darfst erst um 23 Uhr in das Auto. Wenn das Rennen vorbei ist, darfst du noch mal eine Runde drehen, oder warum? Sind die wieder gemein zu dir? Kann ja sein, ne? So,
Dann sind die Wege auch besser. Im Bau müsste alles da sein, ne? Genug Steine haben wir ja hoffentlich. Rennen ist um 20 Uhr gestartet. Rennen dauert 6 Stunden. Sind zu dritt und jeder fährt 2 Stunden. Gut, jetzt bin ich mir... das heißt, jeder fährt immer nur eine Stunde und dann wechselt ihr, oder? Weil sonst würde das mit 23 Uhr ein bisschen krumm werden. Da ich ja gerade erst von der Arbeit heimgekommen bin, fahre ich den letzten Platz an. Ja, da gehe ich von aus. Die werden sich schön auf dem ersten uneinholbar und dann steigt Niklas ein und dann vom ersten auf den letzten innerhalb von Minuten. Oder so. Nee, immer 2 Stunden am Stück. Ja, aber wenn das doch um 20 Uhr gestartet ist, bist du doch erst um 24 Uhr dran. Oder bin ich jetzt zu blöd zum Rechnen? Weil von 20 bis 23 sind doch nur 3 Stunden. Ich frage nur mal. Meine Mathekenntnisse sind ja auch nicht die besten, aber... Aber du streamst schon, oder? Bist nur nicht in deinem eigenen Stream. Was? Ich glaube, wir müssen hier oben mal noch ein Lagerfeuer hinbauen. Das passt aber auch wieder nirgendwo hin, ne? Das hier wäre der erste freie Platz. Wäre jetzt nicht der ideale, aber naja, gut. Ja, so Pi mal Daumen, ach, keine Ahnung, nee, noch esse ich noch was dann aber. Ja, ich denke auch, du wirst doch während der Fahrt was essen. Wie ich dich kenne. Mal eben rechts ranfahren an die Hähnchenbude und dir so einen halben Bräuler holen. Übrigens wissen wir, wo 3 der 4 aus der Goni-UFO-Gruppe da sind. Haben wir schon geklärt, wann wir wie viel am Sonntag aufnehmen? Weil wir brauchen ja für alles, also für jeden Platz was. Und für Dienstag, Donnerstag war doch GTA geplant, oder nicht? Achso, ihr seid aktuell eh letzter, in der ersten Kurve abgeschossen und seitdem ist das Auto nicht mehr so ganz heile. Ja, wenn ihr MacGyver im Team hättet, dann wird er jetzt aus Kaugummi und einer Büroklammer eine Atombombe bauen. Würde die Strecke alle, die da fahren, kaputt und ihr hättet eine Chance. Was sagt denn unser Björnchen dazu? Naja, sagen wir mal so, wir nehmen halt so lange auf, dass du gleich zur Arbeit kannst. Das ist doch auch immer von Vorteil, oder? Ihr müsst das mal pragmatischer sehen. Ihr immer mit euren Unsinnigkeiten. Schlafen, Familienleben, Urlaub. Ich verstehe das nicht, was das für eine Einstellung ist. Von mir hört ihr sowas nie. Was bist du denn für einer? Ach, du bist ein Bergbauroboter. Ach, guck mal, die habe ich ja auch, genau. Können wir hier nicht irgendwo Häuser hinbauen? Nee, hier war das Fundament. Drei. Also hier würde zum Beispiel 2 Häuser hinpassen. Nein, hier passen natürlich keine 2 Häuser hin, weil ich zu blöd zum Messen bin. Auch gut. Ein Haus passt hier hin. Dann machen wir hier noch ein Fundament hin. Und dann machen wir ein Reihenhaus. So, dann haben wir nämlich schon mal die ersten Häuser. So.
Ist auch schon mal ein Stück Weg dran. Das ist sozusagen das Industrieviertel hier. So, 1, 2, 3. Könnte also auch ein Haus hin. Dann bauen wir da auch noch ein Haus hin, dann haben wir es doch schön. Na, schon mal 3 Häuser. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Wir reißen die nochmal ab und bauen die Häuser gleich richtig rum hin. Nicht, dass das relevant wäre, die kommen auch so in ihre Häuser, aber können wir es natürlich mal reell machen, weißt du? So. Meinst du, das Äffchen ist tot? Na, ich hoffe nicht. Ich habe ja noch gar nicht für ihn gekocht. Also wenn, dann stirbt er erst am Montag. Aber wenn er nackt auf der Couch liegt, vielleicht entlaust er sich gerade oder so. Ist ja alles möglich. So. Dann produzieren jetzt mal 3 Wasser. Und dann können wir ja mal gucken, dass wir uns weiter ausdehnen, ne? Nehmen wir mal ein großes Leuchtfeuer. Ein Haus ist fertig gebaut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, wir haben schon 17 glückliche Dorfbewohner. Sehr gut. Wobei, auch hier muss ich sagen, das finde ich gut, dass sie das jetzt so gemacht haben. Weil da kann man nämlich ein bisschen was draus machen. Und kann viel schneller erkennen, was denn so benötigt wird. Und seit wann haben wir einen Billardtisch? Ein Billardtisch, ich werde bekloppt. Nee, ist klar. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Schade, dass man hier keinen Weg und einen Billardtisch durchführen kann. Ich würde ja gerne einen Weg hier durchführen, aber. Was krass ist das? Billardtisch. So, dann stellen wir schon mal Strandstühle auf. Und dafür brauchen wir ein bisschen Stoff. Da ist er zufällig. Dann legen wir mal 10 Stoff raus. Und dann sollte das schon passen. Und so schnell ist ein Strandstuhl fertig gebaut. Was braucht der Strandstuhl denn noch? Holzscheite. Die haben wir auch noch. Legen wir mal 10 Holzscheite raus. Vielleicht ist das Äffchen noch einfach eingeschlafen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Müssen wir hier natürlich einen Weg dran machen. Hier wird gar nichts abgehämmert. Keine Lust, wa? Aber dieses Ding soll doch alles aufnehmen können. Wir können es auch mal ein bisschen vergrößern noch. Daran soll es ja nicht scheitern.
können die sich nämlich ausruhen, ne? Und dann, ihr seht, jetzt haben wir schon 19 Glückliche. Ja. Benötigt Zierstrauch.